Ihr Lieben, schaut euch den Rücken von Filippo an, die Schulter. Die linke Schulter ist höher. Allora, la spalla sinistra è più alta. Vedete, adesso Filippo ha questa rotazione, la spalla destra è più in avanti. Si vede anche, si vede parecchio da davanti. Ich suche seine Schulterblattspitzen, die Knochen. Adesso praticamente va sotto gli scapoli. Und drücke jetzt mit dem Lineal unter die Schulterblätter. Con il ringhello sotto gli scapoli. Und dann könnt ihr deutlich sehen, dass die linke Seite höher steht. Das sind ungefähr 1,5 cm. Praticamente la scapola sinistra più alta di 1,5 cm circa. Auch nicht viel. Vedete la bolla che va a sinistra su e lei tocca praticamente sotto le scapole. Gut. Die Wirbelsäule. Adesso vediamo la colonna. Die geht nach links im oberen Fußbereich. Links, 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 links und hier unten nach rechts. Nella parte inferiore va verso destra. Typische Skoliose. Una Skoliose tipica. Drücke die Lineale an die Hüfte. Adesso vedete, appoggia i righelli fermamente sui fianchi. Und er merkt, dass ich die auch richtig feste andrücke. Senti che sono proprio appoggiate fermamente sui fianchi. Le senti sono gleichmäßig. Und trotzdem ist unten. Vedete questa differenza qui che sono tre dita, invece qui sono più di quattro, quasi cinque. Così vedete la differenza. Sinistra. Ja, steht nach links aus. Così il fianco viene su la sinistra. Stop. Sei seduto proprio. Quindi appoggio. Sì, sì. No, no, prima. Piedi qua più o meno. Con le gambe, così vai un po' così. Okay. Ah, non riesci a chiudere. Adesso vediamo. Ok. Interventi del linguine. Il testicolo ha fatto fare il cocciolo. Ah, er hat. Ach, er hat den Boden eingefahren, Varicocele, allora sarà circa di Füße zusammenzubringen. Aber Operation oder was? Un'operazione. Sì. Wann war die Operation? E quanto tempo fa? 17 anni, quando avevo 17 anni. Als er auf 17 Jahre alt war. Ah ja. Ja, wenn ein Beckenschiefstand ist, dann sind natürlich auch die ganzen Unterleibsorgane schief und fehlversorgt. Se c'è una grande inclinazione al bacino, tutti gli organi bassi non ricevono l'energia giusta. Ja. Also mal probieren, die Beine zusammenzukriegen. Prova a metterli più vicino possibile. Ja, und sich so gerade wie es geht hinzusetzen. Prova a sederti più dritto possibile anche. Ja, und da sieht man natürlich auch den Grund für seine ganzen Probleme, die er auch schon in der Kindheit hatte. Qui si vede subito il motivo per i problemi che avevi dall'infanzia. No? Ja. Er soll mal die Füße hochziehen, Luther? Poi tirare su le dita dei piedi. Beide? Sì. Tutte e due. Sì. Un bisschen drehen. Gira un po', verso fuori. Così. Ja. Das sind fast 4 cm Beckenschiefstand. Sono quasi 4 cm di differenza. Ja, er kriegt die Knie nicht ganz runter, sonst könnte ich es deutlicher zeigen. Purtroppo non riesce a passare le ginocchia completamente sul lettino, se no si potrebbe far vedere meglio. Ja, das ist ja extrem. E sono forte come differenza. Mal bitte hinlegen. Adesso stai. Magari puoi andare un po' giù. Dann müssen wir deinen Kopf da ein bisschen runter. Im Liegen ist es noch genauso. Nochmal die Zehen hochziehen, Luca. Su, con le dita ancora, con prima, a martello, sì. Continua le ginocchia. Ja, im Liegen sind es 2,5 cm und im Sitzen waren es 3,5 cm. Da straiato un po' di meno, sono 2,5 e da seduto sono 1 cm, 3. Nel senso lo scocchia. Scocchiare molto. Also das ist ein so großer Schiefstand, da kann man kein gesundes Becken und auch keinen gesunden Rücken haben. Certo che con questa inclinazione del bacino così forte non può avere un bacino sano. Da er schon operiert ist, müssen wir gucken, ob wir alles gerade kriegen heute, visto wegen der Narbe. C'è l'operazione, un'operazione alle spalle. Dobbiamo vedere se tutto si allinea, perché ci sono anche le cicatrici. C'è la sua postura. Eigentlich. Giù, con le ginocchia.
Relax. Ora ti puoi svegliare e ti rilassi. Oh, Anna, hast du was zu tun? So, ich mache bei Filippo schon langsam, weil ich darf schon im Hals-Nacken-Bereich etliches lösen. Facciamo un po' più lento con lui perché riesco già a sciogliere parecchio anche nella zona cervicale. Und weil so sensibel ist, wird das auch fühlen. So. Es ist vollbracht. Filippo? Come puoi? Più fastidio. Esatto. Anche qua mi è andato molto migliorato. Puoi alzare un po' la voce in modo che ti sentano? Sì, ho sentito. Adesso vibra un po' tutto. Ho sentito. Il pietale si salta. Sì, quando mi hanno unito le gambe non ho sentito più il fastidio che avevo prima, adesso mi sento molto. Ho sentito scrocchiare all'interno un osso. E poi sì, ho sentito. Sì, adesso ho sentito la. Qualcosa che scorreva all'interno. Ho sentito tangibilmente. Ich habe mir auch extra etwas Zeit gelassen. Gut. Okay. Dann Gratulation. Ora così, aspetta, stai su bene con la schiena e cerca di unire le ginocchia. Also mal gucken, wer jetzt cerca di unire le gambe. Esatto. Abbassando le ginocchia sul lettino. Raddrizza le gambe. Sì. Abbassa le ginocchia quanto possibile. Yeah. Dritto. Bacia meglio. Sì. Es ist zu sehen. Ti faccio vedere. Bitte noch mal hinsehen. Sì, dacci. Ja. Relax. Giù. Se io ho la direzione della colonna, perché ho una dismetria degli arti, quindi una gamba più corta. Sì, tutto bene. La colonna compensa. Maleolus. Maleolus, tutto bene. Ja? Esatto. Le gambe, esattamente. Puoi farlo. Molto bene. Tutto bene. Adesso ti rimettiamo in piedi lì e rifacciamo le misurazioni della schiena. Ciao, der Filippo ist gerade. Vedete che adesso Filippo. Ah, devi guardare davanti ancora un attimo, sì, per poter. Ja, jetzt kann wieder an die Leinwand. Adesso puoi guardare sullo schermo. Die Luftblase ist in der Mitte. Vedete che adesso la bolla è proprio nel mezzo. Prima era 1,5 cm la differenza, a sinistra e a destra. Die Wirbelsäule. La colonna. Gerade, dritta, dritto. La colonna va giù dritta. Fino in basso. Perfetto. E adesso riesce ad unirli, soprattutto. Riesce, sì, meglio. Ma molto meglio. Adesso guardate la distanza, è uguale. Adesso sono tre dita e tre dita. Sinistra a destra uguale. Er sagt auch gerade noch, dass er auch jetzt die Beine zusammenkriegt. Kann er vielleicht nochmal erzählen? Sì, sì. Riesce a unire meglio le gambe lui adesso. anche la rotazione lui. Perfetto. Grazie. Applauso per unseren Filippo. Filippo Bagno, sul primo lettino di là di sinistra, che adesso c'è ancora un pezzo di trattamento energetico.
So, und hier haben wir 3 cm Beckenschiefstand bei der Genoveva. E questo sono 3 cm di differenza. Di das ist im Sitzen. E questo è la seduta. Mm-hmm. Bitte hinlegen. Adesso ti stai. Und im Liegen haben wir 2 cm durch die axiale Verdrehung, die sie hat, die Skoliose. Adesso rimangono 2 cm per la rotazione assiale della colonna. Si crea questa differenza. La seduta e la stare. Das stimmt. Das hat sie sehr gut erkannt. So, das ist unser Model heute. Mit einem großen Beckenschiefstand. Und natürlich bei dir sind auch schon Unfälle passiert. Ein Motorradunfall habe ich gehört. Eine Knochenveränderung. Und da lassen wir uns von dem Ergebnis einfach mal überraschen. Allora, il nostro modello oggi e vediamo che l'inclinazione del bacino è abbastanza forte, abbiamo 3 cm di differenza di lunghezza di gamba e c'erano anche incidenti nel tuo passato con la moto, con la bicicletta, la caduta sul bacino. Mhm. Also es waren keine Brüche, keine Knochenbrüche, aber sie hatte viele Unfälle. Ah ja. Mhm. Sie darf sich hinlegen. Adesso puoi stare. Und bitte die Augen schließen. Adesso chiudi gli occhi. Und einfach mal fühlen, was mit ihr passiert. Und senti semplicemente ciò che succede. Jetzt ist die göttliche Ordnung in dir hergestellt. Adesso l'ordine divino dentro di te è instaurato. Und die bleibt stabilita. E rimane per sempre. Heute war dein Tag. Oggi è stata la tua giornata. Und da schauen wir mal, wie das hier unten aussieht. Ohne dass ich dich berühre, sehe ich schon, dass alles perfekt passt. Wir können das noch so halten, das ist noch besser. Mhm. Und du darfst dich setzen. Adesso puoi sederti. Auch im Sitzen. Anche da seduta. Beine sind gleich lang. Becken ist gerade. Le gambe sono uguali in lunghezza. Il bacino è. Und die Wirbelsäule ist aufgerichtet. Ich darf dir gratulieren. Tanta gratitudine. Grazie. Ich spüre sehr viel Dankbarkeit. Ja, ich freue mich für Sie. Ja. E felice per te. Okay. Gut. Ci vediamo. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Nochmal die Füße strecken, Mutter. Die Knie. Grazie. Perfekt. Auf einen Millimeter genau. Fantastico. So, ich gehe mit dem Lineal unter die Knochen vom Schulterblatt. Was col righello sotto le ossa delle scapole? Ja.
Seht ihr? Ja. Sie wählen, die linke Schulter ist höher. Die Wirbelsäule geht auch nach links. War prima, dass du sie links kommen. Links. Sinister. Links. Sinister. Links. Sinister. Links. Und auch hier im Lendenbereich kommt eine Rechtskrümmung. Sie hat eine Skoliose. Wenn ihr mal wieder auf der linken Seite, rechten Seite, überhandbreit Abstand. Praticamente più di una mano. Ja, hier sind fünf Finger und noch mehr Abstand. Sono sette otto dita praticamente come distanza. Wenn ich auf der Seite das Lineal anlege, da habe ich nur knappe vier Finger. Appena quattro. Tre mezzo. Ja? Ich zeige es nochmal mit beiden. Adesso faccio vedere ancora con tutti i due livelli. Ja? Così vedete la mia differenza. Rechts ist doppelt so viel Abstand wie links. A destra è la distanza è doppia di quella a sinistra. So, schaut mal den riesen Beckenschiefstand. Guckt euch die Fersen an. Guardate la distanza di lunghezza di gamba. Si vede subito che corrisponde con l'inclinazione del bacino. Wer vorne sitzt, kann das sehen. Die linke Ferse guckt viel weiter raus. Praticamente il tallone sinistro scorge molto di più. Ja? Wer möchte denn mal hier an dem kürzeren Bein ziehen, um zu gucken, ob das stimmt? Einen starken Mann? Sì, un uomo forte che riesce a tirare questa gamba. Per portarla alla lunghezza dell'altra. Zieh mal hier am kürzeren Bein, versuch das länger zu kriegen. Grazie. Anne macht dann Foto. Geht das? Also, der Lorenzo hat es nicht geschafft, das Bein ist nicht länger geworden. Vedete che non si può allungare la gamba così tirandola. Ja? Und die Luciella merkt, dass sie auch richtig sitzt. E tu sei seduta bene, sì. Ja, die Fußknochen sind versetzt, die passen nicht. Vedete anche malleoli non combaciano. Das ist ein sehr großer Schiefstand und damit kann man nicht gesund leben, ja? Con una differenza così il corpo non può stare bene. Io, nochmal dritta? Sì. Er soll mal versuchen, das Bein wieder zurückzuschieben. Perfekt gerade. Foto. Ich komme jetzt viel leichter mit dem Lineal unter die Schulterblätter, weil der Rücken nicht mehr so rund ist. Andare sotto le ossa con più facilità, sotto le scapole. Die Luftblase ist in der Mitte. Così vedete la bolla che è la Wirbelsäule ist gerade. La colonna è dritta. Gerade. Gerade. Auch hier unten, wo dieser schlimme Bogen war, ist alles gerade. Skoliose ist weg. La skoliose non c'è più. Jetzt größer geworden und gleichmäßiger. E la distanza tra righello. Il ginocchio è diventato più grande, però uguale. A sinistra, a destra, sono appena appena 5 dita. Grazie.